So, geht's mal weiter. Ken liegt im Bett und ist krank, wie immer. Der arme Kerl kriegt immer als erstes auf die Nase. Ja, aber er wird gleich wieder geheilt. Simon kann researchen, das ist okay. Ich frage mich wirklich, warum Katina keine Hosen bastelt. Irgendwas stimmt mit der Priorität nicht. Das wollte ich schon mal gucken, aber ich habe es natürlich mal wieder völlig verrafft. So, Katina. Kraft 2. Kuck 2. Ja gut, gucken ist natürlich vor Craften. Und sonst haben wir natürlich keinen Koch, ne? Die Jayla, die hat ja immer kochen müssen, aber die hat ja keinen Bock auf Kochen. Dann musst du halt jetzt Harvesten planten, craften. Müssen wir das halt so priorisieren. Ich brauche einen Crafter. Okay, da wird der Fesselballon aufgefüllt. Warum trägt die Essen spazieren? Jetzt holst du Steine. 529 von 529, das ist 530. Es legt ganz langsam auf. Wegklicken, das können wir wegklicken. Risk of Meltdown, Celebration ist okay. Research Pulse Rifles, oh, das ist toll. Crafted on Soldering Benches. Falling Spaceship Debris, wissen wir. Repairing Wind Turbine. Ach, die ist kaputt, deswegen ist der Strom gerade wieder auf klein. Die haben aber auch so viel zu tun, die Jungs, ne? Tada! Sieht eigentlich ganz aktuell, nein, es sieht nicht ganz aktuell, es sieht aktuell ganz gut aus. Katina kocht sich einen Wolf, ne? Wie gut kannst denn du kochen? Ach, da waren wir schon richtig. Cooking 6, ne? Ja, dadurch, dass ich halt die Katina jetzt zum Koch gemacht habe, ist die ganze Kiste halt ein bisschen aus dem Lot geraten. Aber ich werde jetzt die Katina einfach hier dem Pult zuweisen. Warum schlafen die tagsüber? Und plus 57. 33. Also das lädt sich. Das lädt sich. Simon ist hier immer noch am 5 Tage. Das sind halt schon harte Forschungen, das muss man schon sagen. Ne? So, Katina, Schatzi. Bau dir bitte mal eine Hose. Ich halte es für wichtiger, wie noch mehr Essen zu kochen. Layla tut dekonstrukten, ne? Ist auch wieder faszinierend. Kraften 3. Händel.
Construct. Ach so. Nee. Das ist Construction. Genau. Repairing of structures, furnitures and devices. Das sollst du auf jeden Fall nicht machen. Harvesten. Aha. Collect harvest from wild and domesticated plants. Also das hat auch nichts mit Salvaging zu tun. Salvaging hier. Das müssen wir das natürlich hochsetzen. So, jetzt zieht sie sich eine Jacke an. Und Katina hat sich gleich ihre Hose gebastelt. Jetzt langsam sehen wir mal Land. Musignite. Ja, wir haben ein Didgeridoo und wir haben hier die Handpfanne. Die sollten eigentlich jetzt einen dicken Boost gute Laune bekommen. Drinking Binge. Ja gut, dann sauf Simon, das ist. Neue Klamotten. Ken attended the Music Night Outdoor. Er kommt jetzt auch rein. Simon so lange Musik spielt, kriegt er Minuspunkte. Nee, weil er hungrig ist. Katina, ziehst du bitte auch die Leggings an, die du gerade gebaut hast? Nee, du möchtest erst Party feiern, ist okay. Going to sleep. Gut, im Bett braucht sie keine Höschen. Wuhu. So, der Plan war ja hier auch noch einen zweiten Heater hinzustellen. 7 Grad ist schon ein bisschen dürftig. 10 Grad. Aber die frieren nicht. Also bei 10 Grad unter einer dicken Decke. Decke ist Wunschtraum, aber. Und den können wir noch keinen Stromkreis zuweisen. Hier ist der Akku wieder nicht vollgeladen. Wir brauchen mehr Stromerzeuger. Der zweite Akku geht auch schon langsam in die Knie. Ja, sie drehen sich automatisch in Windrichtung. Hungry Pests. Die werden wir jetzt jagen. 49 Stück. Wo sind sie? Ach, gleich um die Ecke. So, kommt. Hier rüber. So. Dann machen wir langsam. Das Gute ist, solange die noch nicht getriggert sind, stiefeln die da einfach nur blöd in der Gegend rum. Problem ist, du brauchst eine Weile, bis du die alle eingefangen hast. Wie die Ratten sind die. Aber besser so als warten, bis sie angreifen. So, bist du verloren. Komm mal wieder zurück, wie es aussieht, hä? Da ist auch ein Geier. Schaden da. Hehehe. In Ghostbusters. 18 Stück sind noch da, frag mich wo. Ich komme euch holen.
kein Pardon für Küchenschaben. Wo gibt's denn das, hey? Ich renne bis Bagdad. Och, da oben, hey. Gibt's ja wohl nicht. Wie die Ratten auf dem sinkenden Schiff, hey. So unglaublich. Da ist auch noch einer. Das ist ja schon fast Arbeit. Das sind ein paar. Das Stückchen Müll hier müssen wir unbedingt mal entsorgen. Noch ein bisschen was. Hier. Da oben ist noch eine, da unten ist noch eine. Da ist eine. Oh, guck mal da, was haben wir denn hier? Ohr. Oh, gibt's das? Brauche ich mir schon fast einen Hotkey, um die immer wieder einzusammeln, die Manneken. Unsere Siedler hier. Da sehe ich ihn. Na komm, schieß. Na also. Und noch den letzten. Gibt's ja nicht, hey. Da ist er. Oh, das sind auch diese komischen Ätzwürmer da. Starving-Skarabäi. Die meisten dürften wir haben. Ist gut. Wenn einer verrottet, dann verrottet er halt. Ja, ich fürchte, wir müssen da eine Lampe hängen. Sobald die zu den Kühlschränken gehen, haben sie Cave. Aber die Batterien sind wieder voll. Das passt so langsam. So 72 Ziegeln haben wir auch schon wieder beieinander. Was ist denn das? 72 Stone, das ist ein bisschen wenig. Ja,
Die haben aber genug zu tun, ne? Schon allein wieder die ganzen Käfer. Aber die Käfer brauchen wir, da können wir halt wieder Benzin draus machen, ne? Ah, Layla fängt endlich an zu craften. Die Layla, kickst ihren eigenen Freund an, oder wie? Was ist das? Unpowered Heater, ja. Zwei, 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 zwei. Also wenn die jetzt zwei. Okay, das hängt natürlich jetzt hier an dem Sensor. Wahrscheinlich muss da jetzt noch einer hinlaufen und ihm sagen, dass er nur auf zwei reagieren soll. Nicht mehr ganz so kalt, hoffe ich. 10 Grad, 14 Grad, 0 Grad, 0 Grad. Ja gut, die Heater gehen halt nicht so optimal. Weil ich hier auch nur auf 10 Grad eingestellt habe. Sieht doch ganz gut aus. Mal wieder auf schnell stellen. Mal Functioned Heater. Achtunddreißig, 100, 100, 100. Gut, da ist der halt kaputt, ne? Dann die werden den aber gleich reparieren. Wie die Nacht um ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihre Heizung lange kaputt lassen. Hungrig sind sie auch. Repairing Heater, da haben wir ja schon. Perfekt. Die Öfen laufen eigentlich auch. Du machst Ziegeln, du machst Ziegeln. Wie viel Alloy haben wir? Metal Alloys, ah, das sind 95, da gibt es keine andere Auswahl. Layla transportiert, das machst du bitte nicht. Handle Heater. Perfekt. So, nochmal eine Katina. Off-Heater? Nee. Den Heater, der wird hier automatisch gesteuert. Der kriegt aber halt einfach keinen Strom geliefert, ne? Das ist mir unverständlich. So, claim to be better in Darts than Simon. Ja, das kennen wir. Katina, was baust du denn da eigentlich? Elektronik haben wir in Stock 1. Und du sollst produzieren, bis wir einen. Ja, gut, dann, ne? Bau halt noch einen zweiten, wenn dir das Herz dran hängt. Dicker Nebel. Okay, interesting. A thick column of smoke is rising from a nearby area. Ich kann das jetzt auch wieder besser lesen, weil ich habe diesmal keinen Katzenschwanz im Gesicht. Interesting. So, Simon Expedition. Ach, das war das, was wir. Ah! Ja, komm, dann gehen wir hier in die Armory Bay Depree. Sand. Das hatten wir ja gerade erst gefunden. Und da haben wir eh jetzt für den dicken Rauch noch
Ich dachte, wir kriegen eine neue Mission für diese militärische, wo wir gelöscht haben, aber offensichtlich nicht. Das müssen wir selbstständig. Was hat ein Katina eigentlich? Die Happiness ist nicht so hoch. Oh, sie heult. Kommt, irgendeiner wird dich aufmuntern, meine Gute. Trousy was annoyed by Simon. Also ich muss sagen, die Happiness, je länger die da sind, desto schwieriger wird es mit der Happiness aufrechtzuerhalten. Leider scheint es überhaupt nicht zu interessieren, dass Katinka traurig ist. Aber dafür baut sie Anoraks. Das ist echt prima. Hackt mir nicht alle auf der Katinka rum. Schon wieder dunkel. Meine Güte, geht das schnell. Kein Budget. Perfekt. Wie viel Benzin haben wir eigentlich? Tee haben wir gar keinen. Relativ viel angefangene Gegenstände. Das ist auch hervorragend. Schaut ihr das an, was wir an Medizin haben, das passt. Crafting Material, ja, Liquid Fuel ist perfekt. 105 Silicon. Expedition complete, Amory Bay Debris. So. I was about to start inspecting the debris when I heard a rummaging noise. I froze in place, listening to the clanking of metal and the huffing and puffing of whatever creature it was on the other side of a huge pile of stone and debris. What to do now? Jo, es könnte was Gefährliches sein. Jump out of your cover and suppress the creature. Try to take a peek at what is making the noise. Oh ja, wir schauen erstmal, was das sein könnte. I see a person struggling to pull out something long from underneath a pile. Ohne Person. An unexpected encounter. Recruit them at one. Oh ja. Wir haben einen neuen Mitreisenden. Und wir brauchen. Hey Zander, was bist denn du für eine Type? Was kannst denn du besonders gut und was kannst du. Healing findest du? Du bist Arzt. Und du findest absolut nichts schlecht außer healen. Dann wirst du unser zweiter Crafter. Activities. So, Xander, du bist Arzt, du wirst heilen. Du wirst craften. Du magst nicht unbedingt researchen. Und ich möchte, dass du scavengen tust. So, dann brauchen wir ein Bett für den Guten. Wir brauchen ein Bett für den Guten. Den müssen wir jetzt umbauen. Wo können wir das jetzt hinmoven? Das können wir hier hinrufen, wenn wir das Instrument wegstellen. Immer das Problem mit dem Platz. Ich habe gerade entschieden, dass wir nur ein Musikinstrument brauchen. Deconstruct. Darüber.
das hierher. Dann bauen wir einen Zaun. Ich hoffe, das reicht für ein Bett reinzustellen. Zander ist anarmt. Ja, dann arme dich doch. Du bist mir ja ein Kasper. Du magst Veggie-Pizza, das ist ja ganz klar. Ach, der ist noch im Fesselballon, alles klar. Dann darfst du auch anarmt sein. So. Ihr baut perfekt. Furniture, ein Bett. Metalbett. Aus Alloys. Skinbark dürften wir haben. Ob das so weise ist, den gleich neben die Tür zu stellen? Auf jeden Fall haben wir hier drin schon 4 Grad, ne? Das ist für Winter ist das passabel, ne? Muss ich schon sagen, also. Aber dass wir jetzt noch einen Survivor bekommen haben, das finde ich prima. Die Batterie steht übrigens falsch rum. Spannend, dass ich das schon früher entdeckt habe. Ja, siehst du, das ist ja perfekt. So, du willst auf den Stromkreis Nummer 2 hören? Katina holt. Ah, Katina möchte eine Pfeife bauen. Halt, Katina, bitte. Handle Heater reserved by Ken. Lauchs. Ach so, das macht Ken schon. Dankeschön. Zu gütig von euch. Ah, guck mal, da kommt die neue Besatzung. New Weapon, Railgun Sniper. Jetzt könnte man natürlich hingehen und könnten eine Railgun bauen für zum Beispiel Ken. Pulse Rifle, 2 Power Cells habe ich und Metall Alloy habe ich auch 10 Stück. 18 Stunden. Until 1. Scavenged 18. Oh, wir haben 18 Überlebenspäckchen bekommen. So, da bekommst du ein Spear. Und du bekommst als Waffe wegen mir einen Crossbow, bis die Sniper fertig ist. Ja, das wird jetzt sehr viel entspannter, wenn wir jetzt einen Mannequin mehr haben, dann. Jailer hat schon wieder Erste-Hilfe-Kits gefunden. Jetzt wird hier erstmal gescavenged, was das Zeug hält. Das finde ich prima. Die hat sie einfach mal fallen lassen, ne? Kriegen wir bald wieder Scrap-Metal-Probleme. Da werde ich jetzt einen Ofen auf Scrap-Metal-Produktion wieder umschalten. Also der war doch schon, ne? Metal Alloy Forever. Bricks.
Until 100 haben wir. Metal Alloy from Scrap. Nö. In Stock 99. Metal Alloy vom Scrap. Ah. Oh, mach noch 20 Mal. Bricks haben wir, ja, haben wir das Limit, Stocklimit erreicht. Es ist aber auch okay. Ah, okay, die haben doch eigene. Was es aussieht. Ja, eigentlich wollte ja die Jailer ein Musikinstrument haben, weil die kann alle damit glücklich machen. Aber ich habe sie bis jetzt noch nicht einmal spielen sehen. So, Expedition. Dicker Rauch. Simon. Auf geht's. Ist auch schon wieder nachgefüllt. Perfekt. Wenn der ausgeschlafen hat, dann wird der gleich wieder wegfliegen. Ohne Zander, ja. Hast du dein privates Schlafzimmer? Und schon geht die Heizung an. 13 Grad, sehr gut. Du hast 11 Grad. Minus 2 Grad. Warum ist denn das so kalt? 1 Grad. Aber bis jetzt hat sich auch noch keiner beschwert, dass es ihm sonderlich kalt ist. Also. Handling Furnace. Ich habe übrigens mal gerade die Frage, kann ich Smelt, Bake, Bricks baken? Wie kann ich eigentlich Beton herstellen? Das sind Klamotten, Lederwesten, in Stock 0. Wow. Die verbrauchen die richtig schnell, die Klamotten, ne? Katinka kocht mal wieder. Layla, Crafting. Ah, du machst einen Speer, gell? Weil wir gerade einen Speer aus dem. Ja, ich will immer zwei Speere haben. Aber wir werden ja bald die Elektrospeere erfinden. Das finde ich super. Wird gebutschert. Immer noch alle Hände voll zu tun. Du machst Fett, das ist perfekt. Aus diesem komischen Close, das ist sehr gut. Nicht aus dem Close, aus diesem Insektenmeat, das wir hier butchern. Aber warum du das Fett in den Kühlschrank legst, das verstehe ich nicht. Under Roof. Ich möchte hier kein Fett drin haben. Veggie Oil. Das könnt ihr da draußen im Regal hier lagern. Ganz ehrlich. Das geht ja nicht kaputt, wenn es unterm Dach liegt. Da müssen wir ja keinen wertvollen Kühlschrank verblasen. Strom steht perfekt. Ken reagiert sich ab.
Auch gut. Ja, das ist. Musik spielen ist super. Bis auf bei. Ich weiß nicht bei wem. Irgendeiner regt sich auf, wenn er Musik spielt. Naja, immerhin. Gut, stellen wir mal wieder auf schnell. Im Moment gibt es ja nichts Spannendes zu sehen. Die hier scheinen friedlich zu sein. Es sieht nicht so aus, als würden sie angreifen. Expedition Armory Bay Debris. Debris ohne S. So. I scavenged as much scrap metal as I could. As I could and found a functioning Pulse Rifle 2.0. You did your best. Es war ein super Fund gewesen. Nice find. Absolut. So, die bekommt Ken. Du bekommst die Railgun Sniper. Und der Zander, der bekommt jetzt die Laserpistole. Super. Hervorragend. Ich habe die Sachen schon im Lager gehabt, bevor der überhaupt gelandet ist mit seinem Fesselballon. Finde ich jetzt gut, dürfte aber eigentlich gar nicht sein. Variety ist okay. Wir haben den Winter bis jetzt, toi toi toi, noch keine Unterkühlung gehabt, keine Krankheit, gar nichts. Ist durchaus positiv zu bewerten. Hier haben wir wieder Überlebensdinger gefunden und Scrap Metal. 16k wird immer mehr. Ach nee, jetzt haben wir die Pulsreifel 2.0 bekommen, die wir eben equipped haben. Das war die Pulsreifel, die wir selbst gebaut haben. Krass. Das war unsere selbstgebaute. Cool. Ach, die kann man sogar an Kontrolldings anbauen, die Smoldering Bench, dass man die extra ein- und ausschalten muss. Der Simon erforscht automatische Turrets. Die braucht man nicht unbedingt, aber. Oh, guck mal da, jetzt haben wir endlich mal geschafft, eine Krankheit zu bekommen. Common Cold, ja, der Zander, kaum ist er da, ist er krank, ne? Okay, bitte hust keinem ins Gesicht. Wir haben aber Antibiotika, das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst auch warme Klamotten anziehen. Katinka reached Cooking 7, das ist perfekt. Wie sieht denn das mit warmen Klamotten überhaupt aus? So, wir haben vier Beanies, absolut. Grüner Bereich, T-Shirts, ein Sweater, damit kann man einen Coat. Haben wir sogar vier. Damit kommt man prima über den Winter. Ich gebe zu, es ist ein bisschen eng mit Klamotten. Es ist immer recht schwierig. Alles vorrätig zu halten und zu forschen und und. Da muss man immer ein bisschen hinten und her balancieren, was man denn jetzt eigentlich machen will oder auch nicht.
Aber ich muss sagen, also bis jetzt schlagen wir uns eigentlich relativ gut. Die Angriffe der Viecher sind sehr übersichtlich, sehr angenehm. Die vier Ameisen, die waren auch gut handelbar. Ich überlege jetzt tatsächlich, ob wir nicht noch im zweiten mit einer mit der Sniper. Ich glaube, ich tue den Zander mit der Sniper aus. Obwohl, der ist natürlich der, der am schlechtesten Combat hat, ne? Combat 3, 5, 5. Da würde ich lieber der Katinka oder der Jailer die Sniper geben. Jetzt haben wir nämlich zwei mit Sniper und drei mit der Nahkampfwaffe. Was heißt denn mit der Mitteldistanzwaffe? Du möchtest das wirklich noch kloppen? Aggressive Animals, okay, das ist jetzt natürlich klar. Kaum rätst du davon. Ach, noch mehr Ameisen. Erwähnt, dass ich keine Ameisen mag. Gut, komm, dann nehmen wir die schon mal in Bereitschaft. Die können aber noch eine Weile schlafen und machen, bevor zum zweiten Mal angegriffen wird. Die schießen ja mit den Snipern relativ langsam, aber okay, jetzt ist Abmarsch angesagt. Draft. Aber dafür haben sie halt eine gute Reichweite. Jetzt können wir die hier aufsortieren, bevor die Ameisen kommen. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass wir so ein Autoturret haben. So, die können natürlich sehr weit schießen, das heißt, die brauchen auch nicht ganz weit nach vorne an den Gartenzaun. Sodass die auf gar keinen Fall angeameist werden. Stellen wir dich nach da. Die stellen wir nach da. Und einen Zander stellen wir dann nach da. Sind wir aber auch ein Mann mehr, das sollte jetzt sich prima ausgehen. Ob das jetzt natürlich so glücklich ist, die Layla hier hinzustellen. Wenn wir sie da hinstellen, hat sie einen besseren Winkel. Ja, auch nicht. Läuft gut bis jetzt. Ja, bei den Ameisen müssen wir natürlich die Mauern hier verstärken. Die haben das Holz natürlich sehr schnell durchgeknabbert. Aber für unsere Siedler absolut gar kein großes Problem. Ist eins angelöst worden, das Problem. Ich möchte jetzt auch gleich den ganzen Zaun hier abreißen. Müsste eigentlich relativ gut gehen jetzt mit einem Mann mehr. Zander. Sei so gut.
Komm da mal her und tu auseinanderbauen, denn kämmern kannst du später. Halt, guck mal, da ist noch. Und noch einmal. Remove. Und jetzt machen wir hier Bau eine Mauer. Nee. Keine Mauer. Vielleicht bis da mal eine Fence. Aus Bricks. Sehr schön. Also lieber Zander, wir müssen das umstellen. Ich mag nicht, dass du so ultra viel Scavenging tust. Das machen wir dann lieber so. Pflanzen sollst du mal gar nicht. Sieht das schon besser aus. Katinka kocht. Jayla trägt Krampf spazieren. Was geben eigentlich diese komischen Mantisse da? Raw Insect Meat. Ja, machen wir überall Fett raus und dann können wir das. Das ist sehr gut. Ach shit, ich habe eine Tür vergessen. Obwohl, die können wir natürlich so weit hinten wie möglich setzen. Können wir die da schon ganz hinter. Können wir da ja schon setzen. Oh, Simon, Intellekt 8. Der wird eine Intelligenzbestie. Katina hat eine Erkältung. Gott, es ist Winter. Aber der Winter ist fast vorbei. Das Frühjahr steht vor der Tür. Es ist noch 2, 3 Tage kalt und. Und dann, ansonsten, wir haben ja einen Antibiotika-Omas. Jayla harvestet? Okay, das wächst schon. Dass es Winter hat? Tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass unser Skinbark hier auch im Winter wächst. Ist spannend, aber es wird jetzt auch wieder Nacht. Ich glaube, ich werde jetzt mal wieder einen Cut machen. Die werden jeden Moment schlafen gehen, nehme ich an. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir jetzt einen fünften Mitarbeiter sozusagen rekrutieren konnten. In Zukunft müssen wir wieder wenn da wieder ein Militärsignal kommt, der hat bestimmt ein Notsignal oder so gesendet und dann müssen wir wieder löschen und dann können wir wieder einen Herrn aufheben. Oh, ich bin aber nicht sicher, ob sich diese Exploration hier wiederholt. Also da muss man wahrscheinlich ewig lang auf dem Planeten sein oder verdammtes Glück haben. Vielleicht ist es auch zufallsabhängig, aber ich bezweifle, dass wir über die Möglichkeit noch einen weiteren Überlebenden an Land ziehen können. Warum ist es denn so grottenduster und keiner ist schlafen? Wir haben draußen 3 Grad nachts schon, ne? Hier drin ist 4 Grad. Das merkst du kaum, dass die Heizung läuft. Ah, doch, hier sind jetzt schon wärmer. 12 Grad. 9 Grad, 7 Grad. Das ist okay. Er hat 13 Grad sogar.
11, 10. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Wenn dieser Heizlüfter jetzt noch umgestellt ist nach dem Relock, dann ist das genau wieder so, wie ich mir das vorstelle. Ich bedanke mich, dass ihr reingeschaut habt. Ich bedanke mich auch für eure Daumen, für eure Likes, für eure Kommentare, Abos etc. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao und haltet die Ohren steif. Danke fürs Reinschauen.